Hallo, liebe Leute, ich bin André Und ich bin Tobi. und wir sind mit Schmackes. Herzlich willkommen. Heute spielen wir was ganz Besonderes, und zwar Friday the 13th oder im Deutschen Freitag der 13. Ein Multiplayer-Slasher-Spiel basierend auf dem gleichnamigen Film. Ja, und dazu haben wir uns heute ein paar Freunde querstrich Opfer eingeladen. Ja, wollt ihr euch mal vorstellen, Jungs? Nee. Jetzt geht's alles Nee. durcheinander, so kannst du das nicht machen. Erstmal hallo Sascha. Hallo, moin. Carsten ist auch dabei. Hallo. Und Christian ist da. Nee. Gut, okay. Christian stirbt hoffentlich gleich als erstes. Ja, den bringen wir Okay, gleich zusammen. Auf den Stress muss ich gut. mir erstmal eine Müllermilch-Kokos holen. So. Mach mal, Schwuchtel. Wer hostet jetzt? Ich bin der Host, ich lade euch mal ein. Bist du dir sicher? Dann der Router steht nicht bei dir in der Wohnung, glaube ich, ne? Wenn der Nachbar irgendwie Scheiße mit dem Router baut, dann fliegen wir alle raus. Mein Internet scheint stabil zu sein. Ich lade euch ein. Du machst den Host? Ich mach Okay. den Host und du den Horst. Na gut. Wir haben ja gesehen, wie gut dein Internet in den letzten Wochen funktioniert hat. Ja. Ja, liebe Leute, eben kurze Info. Ja, wie so oft seht ihr das jetzt wieder aus meiner Perspektive? Wie ich ja schon an anderer Stelle Moment erklärte, mal eben, steht der Leute. ganze Warte mal bitte ganz Technikkram bei kurz. mir und jetzt quatscht Christian mir gerade in die Ansprache rein hier. Und Ja. es läuft so, einer von uns ist Jason, der muss ganz viele Teenager töten. Die Team anderen spielen dann Jason. dementsprechend die Teenager und man hat, ja, man muss so verschiedene Sachen finden, um überhaupt von der Map abhauen zu können und überleben zu können. Wir machen das immer so, dass einer abwechselnd immer für eine Runde Jason ist. Derjenige hört uns dann auch nicht. Wir schalten das in der PlayStation Party dann aus. Was ist das Ich für ein hoffe, das ist Hascheln Christian da? als erstes. Ja, ich würde auch sagen, Christian fängt an mit Jason. So, ich habe noch keine Sehr Einladung gerne. gekriegt. Dann muss ich eure leidigen Stimmen nicht immer ertragen. Ja, ist doch auch schön, oder? Hast du schon Außer Einladung Sascha. geschickt? Nee, noch nicht. Ja, warum nicht? Was machst du die ganze Zeit? In der Zeit hätte ich noch Nüsse essen können. Ich will gar nicht wissen, was du in der Zeit alles machst. Ja, ich starte Achso, gerade war das das als Private Match. Schleichwerbung auf dem YouTube-Channel oder was? Wie bitte? Bitte? War das gerade Schleichwerbung auf dem YouTube-Channel mit der Müllermilch oder was? Ja, Ja, selbstverständlich. Müller ist ein Sponsor von uns. Da gibt's ja Geld. Diese Sendung wird Ihnen freundlicherweise präsentiert von der Müllermilch der Saison Kokos. Ja, bald laden wir noch Conny Reimann ein hier in unsere Partie. Ich werde mir noch ein Sascha, ich glaube, du Glas könntest dich Tee sogar noch ein anbieten. bisschen lauter stellen. Ja, das glaube ich auch. Und So, gleich, Christian, danke für die hallo! Einladung. Hallo! Hallo? So besser? Wie gut, dass dein Mikro nicht übersteuert, Ja. Carsten. Sascha, nicht Carsten. Ich bin beigetreten. Ich Also, auch. ich trete gerade bei. Hauptsache, es kostet keine Gebühr. Ja, das machen die bestimmt irgendwann, wenn die von EA aufgekauft werden oder so. Genau. Jedes Einwählen. 10 Cent. Ihr wollt Jason spielen? Dann müsst ihr erstmal 15 Euro im Monat zahlen. So. Okay, André tritt bei. Ja. So, wir können uns jetzt hier oben einen Charakter aussuchen. Ich nehme wieder sie hier, die nehme ich immer, die ist nämlich ganz cool eigentlich. Die Spielt ihr Perks, alle das sind so die, Mädels? Auch immer ab. das, Bin die ich. Perks sind Ja. so verschiedene Verbesserungen, die man hier anwählen kann. Lasse ich jetzt einfach mal so. So, Christian, dann müsstest du eben deinen hier Jason zuweisen und dann aus Ja, der ich bin Party raus Jason. oder uns auf Ja, leise so. stellen. Ja, so, und die Argonauten. Aber wo sind meine Argonauten? Die holen schon das goldene Vlies. So, Moment. So, ich bin Jason, ne? Ja, ich bin bereit. Moment, ich noch nicht. Ich muss noch ein bisschen was machen. Ja. Ich kaufe gerade noch ein bisschen was. Du sollst jetzt spielen und nicht auf Amazon Ja. Binden shoppen. Ja, okay. Bis du die So, okay. 13.000 Ich da bin ausgegeben bereit. hast. Vielleicht kümmern wir Ich uns bin um noch die nicht. Perks auch eher in der Aufnahmepause. Ja, stimmt. Das machen Wenn wir wir. endlich mal Drehpause haben hier. Christian und hier Sascha. Ja, ich. Sascha müssen noch beitreten. Nee, ich. Also ich mache euch jetzt eben leise Jo. und dann starte ich das Spiel.
Okay. So, nochmal kurz zur Info. Der Jason macht uns immer in der PlayStation Party auf leise. Derjenige, der Jason spielt, weil er nämlich sonst hört, wie wir uns absprechen. Und sonst hört er, wie wir uns absprechen und was wir für eine Strategie verfolgen oder vielleicht auch nicht. Und deswegen ist es ganz gut, wenn er uns auf leise macht. Also, Christian machen wir normalerweise auch, wenn er eins der Opfer spielt, leise. So, okay, geht los. Okay. Ja, und der Jason hat... Aufregend. Der hat auch verschiedene Fähigkeiten. Er kann praktisch shiften, das heißt, er hat dann so eine Optik wie... wie war das noch? Ein Tanz der Teufel, wo er sich schnell irgendwo hinbeamen kann. Er kann die Zeit ein bisschen verlangsamen, um hinter seinen Opfern herzukommen. Kann sich auf der Stelle in der Karte beamen. Und was kann er noch? Ach ja, so eine Supersicht halt, wo er die Opfer in den Gebäuden erkennt halt, dass er weiß, wo sie sind. Also, ja. Er hat am Anfang noch ganz viele Vorteile, aber das wird halt durch sogenannte Perks, die Teenager wählen können, kann das so ein bisschen, kann man dagegen halten. Ne? Genau. Naja. Die Teenager haben eigentlich nur drei Möglichkeiten, ja, vier Möglichkeiten zu überleben. Einmal aushalten, bis die Map vorbei ist, also die Zeit, das ist aber praktisch unmöglich. Ah, ich halte mal in die Klappe, das Opening gucken wir uns jetzt mal an, ist immer das gleiche. Da kommt er. So, jetzt rennen wir alle wie aufgeschreckte Gazellen auseinander. Ah! Wieso bin ich jetzt Jason? Okay. Was ist das denn? Oh, Christian hat schon random gemacht. Ja, okay, ich schalte euch dann auf leise, ne? Ja, okay. Ja, da hat Christian missgebaut. Okay, jetzt muss ich die alle auf leise stellen hier. So, wahrscheinlich wundert sich Christian gerade, dass er einer der Teenager ist. Gut, okay, ja, gut, fangen wir damit an. Ich bin Jason. Und jetzt müssen wir gucken, wo die Opfer sein können. Jetzt nutzen wir gleich am Anfang mal die erste Fähigkeit. Und dann teleportieren wir uns mal dahin. So, hier kann man so Messer einsammeln. Wurfmesser. Das ist ganz praktisch, die kann man dann auf die Opfer werfen. So. Und je nachdem, wie laut die Teenager laufen, können wir hier so kleine Kreise aufblinken sehen, irgendwo auf der Map. Das zeigt uns dann die Richtung an, wo sie sind. Aber momentan laufen sie noch ziemlich leise, machen sich nicht bemerkbar. So. Okay, noch habe ich keine Ahnung, wo sie sind. Der Vorteil von Jason ist, wie gesagt, er hat so einige Fähigkeiten. Das seht ihr rechts unten am Bild. Das hat André auch gerade erklärt. Und es gibt einige Nachteile. Er ist nämlich ziemlich langsam, die anderen sind alle viel schneller. Er kann nicht durch Fenster klettern, das können die Teenager schon. So dass man sich echt... man muss da echt ein bisschen strategisch vorgehen. So, jetzt aktiviere ich mal diese Sicht hier. Okay, noch sehe ich nichts. Shift is available. Hat André gerade auch erklärt, was es damit auf sich hat. So, ich habe gerade keine Ahnung, wo die sind. Ein bisschen merkwürdig. Normalerweise so den ersten Hinweis findet man eigentlich schon. Also so die ersten Anzeichen dafür, wo sich die Leute aufhalten. Na gut, müssen wir erstmal weiter gucken. Karte. So, es wird jetzt so laufen, dass die sich umgucken in den Häusern. Man muss nämlich in den Häusern verschiedene Schubladen öffnen, kann dort Waffen finden, mit denen man Jason betäuben kann. Und Einzelteile
für das Auto. Man kann nämlich ein Auto reparieren und sich dann da reinsetzen, muss damit losfahren. Jason hat dann aber auch noch Zeit, das Auto aufzuhalten und zu zerstören. So, wo sind die denn? Ja, es gibt noch eine Möglichkeit zu überleben. Man kann auch die Cops rufen. Und dann muss man überstehen, ja, Jason so lange entwischen oder entkommen, bis die Cops da sind. Und man muss es zu den Cops schaffen. Ist gar nicht so einfach, aber wir haben es schon ein paar Mal hinbekommen. Wo sind die? Da, ich sehe sie. Da sind sie. So, jetzt shiften wir uns mal hier hin. Wie sind die da so schnell reingekommen, die Wichser? So, jetzt habe ich schon ein Messer geworfen. Und jetzt kümmern wir uns um die Tür hier. Das dauert ein bisschen. Die können die Tür von innen verriegeln. Wir sehen da einen Kreis blinken. Das heißt, im Nachbarhaus ist auch jemand. So, jetzt sind wir drin. Ich aktiviere mal die Sicht. Okay, sie sind immer noch hier drin. Ah, jetzt habe ich ein Messer geworfen. Das war nicht so geplant. Jetzt versucht er zu schießen. Er schafft es. Er hat geschossen. Jetzt kann ich versuchen... Ah, nee, es geht bei dem Jason gar nicht. Diese Dinge ist da wegzuwischen. Manchmal steht da Brush Off. Dann kann man die abschütteln, diese... So, wo ist er? Da hinten ist er. Dahin. Nein, nicht stalken. Nein, auch das nicht. Shiften. So. Jetzt müssen wir gucken, dass wir es schaffen, den Wichser hier zu kriegen. Jetzt hoffe ich, dass stalken noch schnell genug fertig wird. Jetzt ist er reingesprungen, der Penner. Scheiße. Die sind natürlich jetzt höchstwahrscheinlich bewaffnet und warten da drin auf mich. Stalken, damit verlangsamt man die Bewegung der anderen. Da hinten ist einer. Shiften. So, hier haben wir den ersten. Die töten wir jetzt. Nein! Sie hat sich befreit. Sie hatte irgendeine Waffe. Jetzt weiß ich nicht, was hier los ist. Server irgendwie. Mist. Das läuft jetzt nicht ganz so geil hier. Sie klettert raus. Dann shiften wir jetzt. Jetzt hänge ich hier fest. Scheiße, das hat nicht geklappt. Dann benutzen wir das Ding einfach und shiften uns dahin. Da kommt sie. Ne, da ist sie. Shiften. Stopp. So, die haben wir.
Nein! Bewaffnet, Vasel. Jetzt ein Fenster geöffnet. Das Haus wird markiert, sobald da Leute drin sind. Da ist sie. Wieso ist sie so schnell? Das gibt's doch nicht! Scheiße. Ja, er legt da gerade eine Bärenfalle. Versuche ich natürlich zu umgehen. Okay, sind wir umgangen? So, jetzt stirbt sie, die blöde Kuh. So. Gut, damit ist der erste erledigt. Puh. Gucken wir, ob die sich beim Boot rumtreiben. Das ist nämlich noch eine Möglichkeit. Man kann das Boot reparieren und das dann zur Flucht benutzen anstelle des Autos. So, allerdings bin ich ziemlich hinter dem Zeitplan zurück. Ich gerate hier zunehmend unter Druck, weil ich bis jetzt erst einen getötet habe und das ist nicht ganz so geil. So, machen wir mal kaputt. Da geht das Licht aus. In einigen Häusern, die hier in der Umgebung rumstehen. Okay, hier ist jemand drin. Die Fenster machen wir jetzt kaputt, damit die sich verletzen. Die Tür ist offen. Tommy ist das! Tommy ist ein Extra-Charakter, der... Nix da! Du bleibst draußen, du blöder Wichser! So, Tommy kommt zurück, sobald einer tot ist. Der ist ganz schön schnell. Um den müssen wir uns schnell kümmern. Es gibt verschiedene Tötungsmethoden. Okay, you killed 2 of 5. Jetzt weiß ich nicht, was da los war. Hatte ich vielleicht nur einen in der Liste? Sind die anderen vielleicht nicht mit in die Party gekommen? Okay, ich löse das mal auf. Ich hole die jetzt das Audio jetzt mal wieder zurück. Scheiße. Was habe ich jetzt gemacht? So, ja, was war das denn? Wieso hatte ich denn nur 2 auf der Karte? Ja, wir sind mit dem Auto abgehauen. Wir haben alles gefunden. Ja. Ich hatte die Autoschlüssel. Krass. Ich hatte Autoschlüssel, Carsten hatte Benzin und Christian hatte die Batterie. Nee, Sascha hatte die Batterie. Christian ist einfach nur mit abgehauen. Ja, krass, aber
Das, ich war jetzt auch echt, also ja, hast du da irgendwie random eingeschaltet, Christian? Ja, ich weiß nicht wie, aber wie stelle ich das denn aus? Okay. Keine Ahnung. Ich muss doch nur, wenn du die Maske bei dir. Nee, ja, ich habe mir die Maske jetzt oben trotzdem noch random. Ah, okay, jetzt okay. Nicht mehr. Nee, das ist jetzt für die Ortschaft. Eigentlich müsste das so sein, dass du dann Jason bist, wenn du die Maske da hast. Ja. Hast du die auch okay, angewählt? Aber, jetzt hast aber wen habe ich denn jetzt gekillt? Mich Carsten. Ja, zweimal. Ah, okay. Also Carsten hat mich ganz schön auf Trab gehalten, ey. Ja. Ich hab die Maske, oder? Für alle jetzt hast du die Maske. Hast die Maske, ja. Ja. Gut, dann okay, so. Das jetzt nochmal, oder? Ja, aber in der nächsten Ausgabe, ne? Ja. Also so, alles klar, das war jetzt die erste Runde. Ich war nicht ganz so erfolgreich jetzt. Ja gut, die anderen sind alle abgehauen. Jetzt bin ich gleich Überlebender und mal gucken, wie es da so läuft. So, wir sind dann erstmal raus und machen gleich bei der nächsten Runde weiter.